Willkommen zum zweiten Teil des Grundkurses C++ mit Hilfe von Qt. In diesem Teil geht es darum, das erste Programm zu erstellen und noch die Frage, wie kommt man überhaupt zu einem fertig kompilierten Programm. Dazu habe ich ein kleines Grundgerüst erstellt. Dieses ist auf meiner Webseite zum Download. Der Link ist in der Beschreibung. Und besagtes Grundgerüst enthält diese vier Dateien. Nämlich die sogenannte Project-Datei für den Qt-Creator, zwei CPP-Dateien und eine Header-Datei. Was ist, kommen wir gleich zu. Das Grundprinzip, wie man überhaupt zu einem lauffähigen Programm kommt, ist eigentlich schon dasselbe wie früher. Nur früher war es sehr viel aufwendiger, weil ich musste alle Schritte einzeln aufrufen. Zuerst gab es den sogenannten Präprozessor. Dessen Ausgabe ging in den Compiler, dessen Ausgabe ging in den Assembler und dessen Ausgabe ging in den Linker, der alle einzelnen Dateien dann zusammengefügt hat zu einem lauffähigen Programm. Bei Qt gibt es noch einen zweiten Präprozessor, nämlich den MOC, den Meta Object Compiler. Na. Und alle diese Programme mussten früher einzeln aufgerufen werden und damals hat man sich dann entschieden, ein Hilfsprogramm dafür zu erstellen. Das sind die sogenannten Makefiles. In einem Makefile ist praktisch beschrieben, wie die einzelnen Dateien zueinander stehen und welche Dateien welches Objektfile ergeben. Also Objektfile ist das, was der Compiler ausspuckt. Das ist an sich relativ komplex und bei Qt wurde es durch die Project-Dateien etwas vereinfacht, weil der Qt-eigene Make, der QMake, diese Dateien bereits analysiert und die vom System benötigten Make-Files selbst automatisch erstellt. Was ich jetzt hier von Hand zeige, muss man eigentlich nicht mehr von sich aus machen, weil in den meisten IDEs, besonders im Qt-Creator, wird das automatisch gemacht. Und für die anderen IDEs wie Visual Studio Code und wie sie alle heißen, gibt es für Qt Plugins, die dann Ähnliches auch erledigen. Um es mal ganz zu Hand zu Fuß das zu erledigen, in jedem Qt gibt es einen eigenen QMake, der angepasst ist auf die Qt-Variante, die ich erstellen möchte, beziehungsweise für die ich einen Code erstellen möchte. Bei Mac bzw. Unix-Widen-Systemen ist es meistens im Home-Verzeichnis. Es gibt ein Verzeichnis für den Compiler selbst, dann das berühmte Bin-Verzeichnis und das QMake selbst. Der QMake hat nur ein Argument, nämlich die Pro-Datei selbst. Reinschreiben stimmt es auch. Der baut jetzt aus dem Project-File das sogenannte Make-File. Wenn ich jetzt nochmal das Verzeichnis mir anschaue, sehe ich, es sind ein paar Dateien dazugekommen und auch das besagte Make-File mit 1,3 Megabyte Größe. Also das ist schon einiges. Und wenn ich jetzt dieses Make-File über Make starte, läuft der Compiler und erstellt das lauffähige Programm. Das kann ich dann auch aufrufen. Et voilà. So hat man es früher gemacht. In dem Zeitalter der IDEs ist es ein bisschen bequemer. Und das ist die besagte Project-Datei in der IDE. Ich muss dazu noch ein bisschen was sagen, und zwar, ich komme aus der Softwareentwicklung und dort ist es üblich, dass man relativ viel dokumentiert. Und vor allem dokumentiert, was genau nötig ist, um diesen Code zu erzeugen. Also man hat meistens nochmal die Projektbeschreibung, Versionsnummern, unter welchen Betriebssystemen läuft das Programm. Weil Qt hatte die Möglichkeit, ich kann für drei Betriebssysteme gleichzeitig den Code erstellen. Je nachdem, was ich genau machen möchte, kann es aber sein, dass es nur auf bestimmten Systemen läuft. Wenn ich gezielt
Funktionen nutze, die auch nur auf einem System existieren. Ich muss hinzufügen, wenn ich einen Release baue, welche Compiler-Struktur benutze ich, also welchen Compiler mit Patch-Status und so weiter. Das kann alles relevant sein, um halt ein Code, der irgendwo mal freigegeben wurde, besonders in Bezug auf die FDA, ist es teilweise sehr nervig, anderen Compiler zu benutzen, weil das unter Umständen einen großen Rattenschwanz von Zertifizierung wieder nach sich zieht. Deshalb ist es halt wichtig, immer zu dokumentieren, mit welcher exakten Variante etwas kompiliert worden ist. Dasselbe auch für die benötigten Libraries, die möglichst auch genau zu dokumentieren sind. Weil nichts ist nerviger, als einen fremden Code neu zu erstellen und dann zu sehen, es wurden irgendwelche Libraries benutzt, aber unbekannt, welche Version. Und nirgendwo ist dokumentiert worden, ist es jetzt Version X oder Y und so weiter. Deshalb sollte man sich angewöhnen, seine Projekte möglichst gut zu dokumentieren, dass man auch nachträglich wieder weiß, was habe ich gemacht. Was jetzt gezielt Qt angeht, den Code, der erstellt wird in diesem Kurs, sollte ab Qt 4.8.4 laufen. Das ist nicht 100%. Ich sage jetzt mal ja. Ab Version 5 vom Qt-Framework ist es überhaupt kein Problem, aber Abwärtskompatibilität sollte bis 4.8.4 bestehen. Sowohl unter macOS, Linux und Windows. Auch dokumentieren sollte man eventuelle Änderungen, bekannte Bugs. Nein, meine Software ist fehlerfrei, gibt es nicht. Wer hat es verbrochen? Aber das ist eine Schönheitsdokumentation. Gehen wir mal zum wirklichen Inhalt. Was braucht der Compiler, um zu kompilieren? Zuerst muss ich wissen, die Variable Qt sagt an, welche Module von Qt ich benötige. Qt besteht ja aus mehreren Modulen und das Wichtigste ist das sogenannte Core-Modul. Das enthält alle Funktionen, die ich brauche, um ein Programm zu erstellen, das auf der Kommandozeile läuft. Als Target bezeichnet in diesem Fall den Programmnamen. Template bezeichnet in diesem Fall, wie erstelle ich das, sagen wir es mal so, weil ich kann nicht nur ein lauffähiges Programm erstellen, sondern ich kann auch eine Library erstellen. Also ich kann in Qt eine Library erstellen, die in anderen Libraries und anderen Qt-Programmen benutzt wird. Das Erstellen einer Library unterscheidet sich geringfügig von dem, wie ich ein Programm erstelle, nämlich in der Form, wie es gelinkt wird. In dem Fall ist es nur eine als Template-App, also normale Applikation, und das ist damit erledigt. Ich lege eine zusätzliche Option fest, nämlich die der Precompiled-Headers. Was ein Precompiled-Header ist, komme ich in 2 Minuten drauf. Ich habe ein Verzeichnis für den besagten MOC, den Meta-Object-Compiler, der erstellt eigene Dateien. Diese kommen in ein eigenes Verzeichnis und ich habe die Objektdateien, die vom Compiler erstellt werden. Zu den beiden Files kommen wir auch gleich nochmal in Detail. Ich kann zusätzlich auch noch diverse Flags zum Kompilieren selber setzen. Speziell jetzt beim Mac gibt es eine Option, nämlich die Warnungen für ältere SDKs abzuschalten. Und zwar Qt prüft das installierte SDK von meiner Xcode-Version mit denen Qt erstellt worden ist. Das hat zur Konsequenz, dass ältere Versionen des Qt-Frameworks natürlich ältere SDKs haben als das, was man aktuell hat. Das führt dann zu Warnungen, dass mein aktuell installiertes SDK neuer ist als das von Qt und dass es nicht geprüft ist und somit offiziell nicht unterstützt wird. Und es wird empfohlen, das SDK down zu quäten auf die Version, ja, die bei Qt benutzt worden ist. Das ist natürlich in der Praxis de facto unmöglich, weil wenn ich das SDK down quäte, kann ich aktuellere Software nicht mehr kompilieren. Insofern wird diese Fehlermeldung, diese Warnung ist es eigentlich abgeschaltet.
Dazu einen kleinen technischen Hintergrund. Die Warnung ist schon berechtigt und wird auch mit macOS 13 wahrscheinlich scharf geschaltet, weil einige ältere Funktionen im macOS werden rausgeschmissen, die schon im aktuellen OS 12 als deprecated markiert sind. Das heißt, dass unter Umständen wahrscheinlich bei Qt4 es auf macOS 13 Probleme geben wird. Es kann gut sein, dass es Patches geben wird. Insofern ist das, was ich jetzt hier gerade erzähle, mit Vorsicht zu genießen. Solange OS 13 noch nicht draußen ist, kann man diese Warnung, wie gesagt, ignorieren. In einem halben Jahr kann es wieder anders aussehen. Ich habe noch Compiler-Optionen in diesem Fall. Aktiviere ich die Compiler-Option für die CXX-Flex, also die Compiler-Flex für den C++-Compiler. Und in diesem Fall nehme ich die Option O3, also ich möchte Code haben, der auf Geschwindigkeit optimiert ist, sowie die Quelldateien, die ich benötige, und die Header-Dateien. Das manuell anzugeben ist, wie gesagt, bei modernen IDEs nicht mehr möglich, nicht mehr nötig, weil es wird automatisch gemacht. Das ist jetzt der Weg, wie man es früher gemacht hat. An Dateien selbst kommen wir jetzt zu den besagten Precompiled-Dateien. Unter C gibt es und C++ gibt es noch eine kleine Altlast, nämlich Include-Dateien. Include-Dateien enthalten Beschreibungen von Funktionen, deren Deklaration und in welchen Libraries welche Funktionen wie liegen. Das ist im Prinzip kein Problem. Das Problem ist, dass Include-Dateien teilweise sehr lang und sehr groß sind und vor allem auch verschachtelt sind. Also das Qt-Framework selbst zum Beispiel besitzt mehrere 10.000 Include-Dateien. Mit, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Zeilen Code, nur für die Header. Und es ist sehr komplex und früher war es nicht möglich, dieses zu präkompilieren, sondern bei jedem Compiler-Durchlauf mussten immer alle inkludierten Dateien einzeln gelesen und interpretiert werden. Das hat sehr viel Zeit gekostet, war auch sehr langsam, gerade für die damalige Computertechnik. Ich rede jetzt von den 80er und 90er Jahren. Und erst Anfang der 90er gab es das Konzept der sogenannten Precompiled-Headers. Das heißt, dass Include-Dateien wurden einmalig nur gelesen und interpretiert und dann in einem Binärfile gespeichert, das wesentlich schneller wieder eingelesen werden kann, weil halt schon alle Informationen verarbeitet sind. Das heißt, das Precompiled-File ist im Prinzip mundfertig, das, was ich brauche und nichts anderes. Das Grobkonzept einer Include-Datei selbst ist, muss da gerade eine andere Klammer aufmachen, und zwar ich nutze zur Dokumentation DoxyGen. Das ist ein Tool, das in der Lage ist, eine technische Quellcode-Dokumentation zu machen. Das heißt, während des Programmierens kann ich schon in den Kommentaren einige Bemerkungen reinschreiben und Hinweise für den DoxyGen, dass er weiß, wie wird die Dokumentation erstellt. Also im Endeffekt ist das Ziel, ich starte nach dem Programmieren den DoxyGen und er erstellt mir eine HTML-Datei, wo ich genau weiß, welche Variable, welche Klasse, welche Funktion habe ich wo benutzt und welche anderen Funktionen greifen in welcher Funktion darauf zurück. Ich habe praktisch eine Auflistung meines gesamten Programmlaufs. Das ist zur technischen Dokumentation sehr hilfreich. Und auf DoxyGen selbst werde ich noch im Laufe dieses Kurses eingehen. Für die Interessierten in der Beschreibung ist DoxyGen verlinkt mitsamt der Dokumentation sowie auch die Quellcodes dieses Grundaufbaus. Da Include-Dateien teilweise mehrfach inkludiert werden, gibt es eine gängige Praxis, dass ich jede Include-Datei mit einem if-def-Block schütze und prüfe, habe ich die schon inkludiert. Und zwar
Alles, was mit einer Raute anfängt, ist eine sogenannte Präprozessoranweisung. Auch Include selbst ist eine Präprozessoranweisung, weil erst im Präprozessorstatus die Include-Files gelesen werden und dann erst vom Compiler verarbeitet werden. Der Compiler selbst sieht die Anweisungen, die mit der Raute anfangen, nicht mehr. Die sind schon weg. Also aufgelöst in die entsprechenden Funktionen. Wenn ich jetzt einen Include habe, der die Vorgabe ist, das ist keine Vorgabe, ist so ein, eine Konvention, ich nehme den Dateinamen, kompletter Großschreibung, underscore include underscore h, um zu markieren, die Standard, also die Datei heißt safx.h, der entsprechende Define ist dann stdafx underscore include underscore h. Wenn es diesen Define noch nicht gibt, habe ich die Datei noch nicht gelesen und kann sie auswerten. Dann gehe ich in die Schleife rein und definiere dann exakt denselben Wert. Und jetzt, wenn ich diese Include-Datei das zweite Mal lese, sieht der Compiler, okay, das Ganze existiert schon, ich kann diesen Block komplett überspringen. Und in diesem Block lade ich dann die eigentlichen Include-Dateien nach, die ich benötige. In diesem Fall hauptsächlich die Include-Dateien für SQT selbst. Da ich jetzt nur eine Konsolenapplikation mache, ist es nur sehr wenig, nämlich Qt Core. Das enthält alle Funktionen, die ich für das Grundsystem brauche, also für alles, was auf der Konsole läuft. Und ich brauche den sogenannten Textstream, weil ich Texte ausgeben möchte. Dann prüfe ich, welche Version des Qt Frameworks benutze ich. Ich prüfe die Variable Qt Version auf die Versionsnummer 4.8.4. Sollte die Version von Qt kleiner sein, also älter sein, generiere ich eine Fehlermeldung. Sollte die Version passen, also größer sein als das hier, wird die ignoriert und es geht weiter. Das kann ich jetzt kurz mal demonstrieren, indem ich jetzt aus dem 4.8 ein 8.8 mache. Und sofort sagt die IDE, die Variable ist jetzt zu klein. Du hast die falsche Version. Das ist der Vorteil von modernen IDEs, dass sehr vieles schon zur Tippzeit geprüft wird und ich sofort sehe, macht das Sinn, was ich hier gerade verbreche. Du musst nochmal ändern. Hier ist noch nichts, nämlich das sind die Include-Dateien, die von mir selbst sind, also die Projekt. Das hier. Kleiner Schreibfehler. Und zwar, das sind die Dateien, die später im Laufe des Kurses erstellt werden. Die kommen an die Stelle. Durch die Definition in der Project-Datei weiß der Compiler, dass die Standardfax.h die Datei ist, die für die Precompile-Headers herangezogen werden soll. Und sobald ich die entsprechende CPW-Datei kompiliere, die besteht nur aus dieser Include-Anweisung, weiß der Compiler, das ist jetzt die Datei, auf die es ankommt, und aus dieser Datei erstelle ich jetzt den Code, beziehungsweise die präkompilierten Dateien. Wenn ich den Compiler gerade gestartet habe, kann ich das demonstrieren, wie das aussieht. Ansonsten gibt es nur diese Datei und das hier ist im Prinzip ein minimales C++-Programm unter Qt. Ich muss jetzt ein bisschen vorgreifen auf den dritten und vierten Teil. Wie immer, alle Header-Dateien, Entschuldigung, alle Quellcode-Dateien fangen an mit dem DoxyGen-Header, wo nochmal drin steht, wie heißt das Projekt, Version, wer hat es verbrochen, Dateiname der Datei. Beschreibung der Datei und eventuelle Bugs. Das alles wird von DoxyGen automatisch mitverarbeitet und ist dann später in der Suchfunktion verfügbar und ich kann dann sehr komfortabel durch meinen Quellcode durchbrowsen und sehe halt,
was genau wo steht. Da kommen wir am Schluss dazu, weil idealerweise ist im sechsten Teil, Ende des sechsten Teils, auch eine vernünftige DoxyGen-Dokumentation, wo man den Quellcode dann auch dann technisch dokumentiert hat. Die einzigste Include-Datei, die ich jetzt hier brauche, ist die besagte Standard-AFX. Die lädt jetzt schnell alle meine schon vorinkludierten Dateien. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Programm. Es gibt nur eine einzigste Funktion, die mir vom System vorgegeben wird, nämlich das ist die Main-Funktion. Das ist mein Anspringungspunkt. Egal welches Programm ich starte, die Main-Funktion ist immer das Erste, was angesprochen wird. Und alle Funktionen sind auch dokumentiert via DoxyGen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Ich habe zum einen eine kurze Beschreibung, was macht die Funktion. Ich habe meine Argumente. Die Main-Funktion bekommt vom Betriebssystem zwei Argumente, nämlich argc und argv. Diese enthalten die Informationen, die praktisch zum Aufruf von mir selbst übermittelt wurden, nämlich den Programmname selbst, also mein eigener Name, und was der Benutzer an Argumenten in der Kommandozeile übergeben hat. Zum Beispiel, hier wären jetzt die Argumente minus, also der Programmname wäre jetzt ls und das Argument wäre minus la. Dort wäre halt auch wieder ls der Programmname, erster Argument ist minus la, zweiter Argument ist dann obj slash und so weiter. Das ist das, was ich praktisch beim Programm Start nochmal lesen kann und auch auswerten kann. Jetzt muss ich Qt selber starten. Und zwar Qt verwendet intern eine Reihe von Message- und Signalhändlern. Was das genau ist, kommt im dritten Teil. Ich muss es aber einmalig initialisieren. Und dazu hole ich mir einen Datentyp aus dem Qt-Framework, nämlich QCore Application. Das ist eine Klasse. Was genau eine Klasse ist, kommt im nächsten Teil. Und dieser Klasse weise ich einen Namen zu, nämlich Startprozess, der allerdings mit einem Sternchen anfängt. Das Sternchen sagt, ich speichere nicht die Datenstruktur am Stück, sondern ich speichere nur einen Verweis, nämlich einen Pointer auf diese Struktur. Die Struktur selbst ist auf meinem Stack und die wird mit new angelegt. Die besagte Klasse. Und beim Anlegen gebe ich zwei Argumente mit. Nämlich genau die Argumente, die ich vom System auch bekommen habe, nämlich den argv und den argc umgekehrt. Damit kann dann Qt auch die ganzen Argumente, die übergeben wurden, auswerten, beziehungsweise gibt es dann mir in einer etwas komfortableren Liste zur Auswertung. Dann kommt das eigentliche Programm und das ist in diesem Fall ein Klassiker, nämlich exakt der Befehl, der bei Cunningham und Ricci im ersten Programmierhandbuch von C war, von 1978, nämlich Hallo Welt. Dann bin ich fertig und jetzt sollte es Sitte sein, dass ich alle Ressourcen, die ich angefordert habe, wieder freigebe. In diesem Fall sage ich meinem Startprozess, kurz noch zur Erklärung, jedes Programm, das gestartet wird, ist für das Betriebssystem ein sogenannter Prozess. Es gibt einen Unterschied zwischen Prozess und Thread. Ein Thread gehört immer zu einem Prozess. Ein Prozess kann mehrere Threads haben. Wenn ich zum Beispiel mehrere CPUs habe, also mehrere Kerne, können die parallel ausgeführt werden. Sobald der Prozess stirbt, sterben auch automatisch alle Threads. Und die obere Instanz ist immer der Prozess. Und wenn ich halt mein Programm beende, muss ich auch dann meinen Prozess selbst sauber beenden und gebe zum Beenden einen Exit-Code, weshalb ich beende. Standardmäßig ist es so, dass Exit-Codes 0 bedeuten, es gibt keinen Fehler.
Er ist sauber beendet worden. Exit-Codes, die positiv sind, sind meistens Statusinformationen. Und Exit-Codes, die negativ sind, sind Fehler. Dann lösche ich die Ressource. Also Delete ist das Gegenstück von New. Man sollte aufräumen. Damit mit dem Delete sage ich dem System, alles was in der Ressource noch intern benutzt worden ist, jetzt wirklich komplett entfernen. Ich brauche es nicht mehr. Und ganz zum Schluss mache ich den Rücksprung ins Betriebssystem. Auch wieder mit einem Fehlercode. Auch hier gilt wieder, negative Werte sind Fehler, harte Fehler, positive Werte sind irgendwelche Statuscodes und 0 kein Fehler. Wenn ich das Ganze jetzt kompiliere, sehe ich Hallo Welt. Und jetzt kann ich auch zeigen, was der Preprozessor gemacht hat, und zwar bei den Objects-Files sehe ich jetzt .o-Dateien. Hier sind meine .c-Dateien, .cpp-Dateien. Das sind die Quellcode-Dateien und jede Quellcode-Datei wird vom Compiler in eine Object-Datei konvertiert. Also die Object-Datei ist im Prinzip das fertige Kompilat. Allerdings noch nicht lauffähig, weil es fehlen noch die Verknüpfungen zu den einzelnen Funktionen selbst. Erst wenn es am Schluss gelinkt wird, weiß ich, das ist ein Programm und das enthält dann alle Informationen, was wo wohin muss. Und im besagten Verzeichnis Fraktalgenerator.pch ist jetzt eine PCH-Datei. Das ist die Datei, die Precompiled Headers enthält. Die ist knapp fast 2 Megabyte groß. Und das kann man ungefähr ahnen, wie viel Include-Anweisungen nur bei Qt vorhanden sind. Und das ist einiges. Und durch den Precompiled Headers muss dieser ganze Rattenschwanz nur ein einziges Mal gelesen und verarbeitet werden. So, in der Beschreibung vom Video steht, dass hier jetzt auch die verschiedenen Operatoren beschrieben werden. Das machen wir jetzt mal. So, schau, ich habe jetzt wieder alles rückgängig gemacht. Das Hello Welt können wir uns sparen. So. Variablen. Wie definiere ich Variablen? Ich, eigentlich wie schon im ersten Teil gesagt, zuerst den Datentyp und dann der Name. Ich habe jetzt hier dreimal den QIN32 mit Namen ABC. Das ist ein Integer mit Vorzeichen. Ich habe drei Variablen ABC groß geschrieben als Q-Wheel, also Fließkommazahl. Deshalb, um nochmal zu zeigen, dass bei C und C++ die Groß-Kleinschreibung wichtig ist. Also das kleingeschriebene A ist eine andere Variable, wie das großgeschriebene war. Danach gibt es noch eine boolsche Variable, die nur Aussagen enthält, wahr oder falsch, 0 oder 1. Und dann geht es los mit den Grundrechenarten. Die Variable a setzt sich auf den Wert 10 und die Variable b auf den Wert 3. Gut, jetzt brauche ich keinen Computer für. A plus b, also 10 plus 3 ist 13. Dasselbe auch bei der Subtraktion. A minus b ist 7. Ausgabe ist eine Funktion, zu dessen Beschreibung kommen wir am Schluss. Bei dieser Funktion gibt es mehrfach. Die gibt nämlich die angegebene Zahl aus und je nach Datentyp in verschiedenen Formaten. Da gibt es die Multiplikation.
Also a mal b, also 10 mal 3 ist logischerweise 30. Das ist jetzt kein großes Geheimnis. Und die Division, die Standarddivision ist ohne Rest. Das ist in diesem Fall 3, weil 10 geteilt durch 3 ist 3, Rest wäre 1. Wenn ich den Modulus haben will, gibt es einen eigenen Operator, nämlich das Prozentzeichen. Wenn ich jetzt sage 10 Modulus 3, habe ich als Ergebnis 1. Weil 10 durch 3 ist der Rest 1. Die Grundrechenarten funktionieren so wie auf dem Taschenrechner bekannt, auch mit denselben Zeichen. Was die Variablennamen angeht, muss ich kurz noch dazu sagen, jede Variable muss beginnen mit einem Buchstaben, kann enthalten jede beliebige Ziffer sowie den Underscore. So, Underscore ist das hier. Unterstrich. Nicht enthalten darf jeder mathematische Operator, darf nicht im Namen enthalten sein und der Name darf nicht mit einer Ziffer anfangen. So, gehen wir mit Grundrechenarten fertig. Jetzt gehen wir mal zur Berechnung von Division mit Nachstellen, nämlich mit Fließkommazahlen. Hier greife ich jetzt auf den dritten Teil ein bisschen vor, weil man sieht jetzt, ich habe eine kleine Ungereimtheit, nämlich 10 geteilt durch 3 gibt jetzt 3,3,333 irgendwas, 348. Und 1 geteilt durch 3 ergibt 0,333 irgendwas 1. Wo kommt das her? Das Problem ist, bei Fließkommazahlen, die werden als Summe verschiedener Brüche gespeichert. Wie genau das aufgebaut ist, kommt im dritten Teil. Das Problem ist halt nur, man sollte im Hinterkopf behalten, dadurch ist die Genauigkeit nicht zu 100%. Also Double-Fließkommazahlen wie Kuvil sind auf 14 Stellen genau und auf der 5. beginnt halt dann die Ungenauigkeit. Es gibt den Double-Double-Wert, der ist wie gesagt nochmal doppelt so genau, ich glaube 28 Stellen. Aber auch dann beginnt ab der nächsten Stelle die Ungenauigkeit. Das ist auch der Grund, warum Grafikkarten so schnell sind. Die GPU rechnet etwas ungenau zugunsten der Geschwindigkeit, weil die Fehlerrate in der Grafik beim Spiel ist so gering, dass es im Auge de facto nicht sichtbar ist, beziehungsweise wenn man spielt, ob da jetzt irgendein Polygon im Hintergrund ein Pixel zu weit rechts oder links ist, es fällt nicht auf. Dagegen sind Grafikkarten, die für professionelle Grafiksoftware spezifiziert worden ist, wie AutoCAD und so weiter, es ist kein Produktplacement, extrem teuer, weil dort die Grafikkarten so gebaut wurden, dass die Chips selektiert wurden und mit geringerer Taktfrequenz arbeiten, um sicherzustellen, dass die Grafik richtig dargestellt wird. Also sprich, die Rechnungen der Chips so exakt sind, dass die Fehlerrate wesentlich geringer ist. Das spiegelt sich natürlich im Preis wider. Wenn man jetzt im Computer hochpräzise Berechnungen machen muss, nutzt man nicht die Fließkommazahlen der CPU, sondern nutzt eigene Libraries, die teilweise mit Polygonen rechnen und somit Zahlen mit beliebig vielen Vor- und Nachkommastellen bereitstellen, aber halt dann zulasten des Speichers. Und natürlich auch zulasten der Rechenzeit, weil die Polygonberechnungen natürlich wesentlich langsamer ist als die Fließkommaberechnung, die direkt in der CPU ausgeführt wird. Dafür ist natürlich dann die Genauigkeit besser. So, jetzt kommen wir zum... Weg, das nervt. Kommen wir mal zu den logischen Operatoren.
Und zwar zuerst die binären Operatoren. Binär heißt, normalerweise sage ich ein C, ein Wert ist entweder binäre 0, also somit falsch, oder irgendwas anderes und somit ist es true. Und bei einem binären Operator heißt es, ich tue jedes einzelne Bit bearbeiten bzw. analysieren. Und das binäre und, ich schreibe das jetzt in Hexadezimalschreibweise, dass man die Bits auch dann im Kopf dann berechnen kann. Und zwar der Wert 1, also D, ist 10 Hexadezimal und der Wert 2, E, ist der Wert 8 Hexadezimal. Wenn ich jetzt D und, also das des Kaufmanns und ist die Bezeichnung für das und mit E verknüpfe, kommt das Ausgabe 0. Wieso? Bei der Unverknüpfung ist nur dann das Ergebnis eine 1, wenn auch beide Quellen eine 1 waren. Das heißt, bei der 10, Hexadezimal 10, ist nur das fünfte Bit gesetzt und bei der 8 ist nur das vierte Bit gesetzt. Das heißt, im Ergebnis sind jetzt alle Bits 0, weil nirgendwo beide Bits gleichzeitig gesetzt sind. Wenn ich jetzt hier E auf 18 Hex ändere, ist mein Ergebnis 10 Hex. Weil jetzt sind beide fünfte Bits gesetzt und somit ist das fünfte Bit auch im Ergebnis gesetzt. Also es wird eine Unverknüpfung gemacht. Ergebnis 1 und Ergebnis, Wert 1 und Wert 2 sind beide 1. Ergebnis ist 1. Das Ganze gibt es auch als oder. Oder funktioniert ähnlich, aber halt oder. Das heißt, der Wert 1 oder der Wert 2 ist 1. Damit ist das Ergebnis 1. Ich habe jetzt als erstes Ergebnis die 18 Hex. Und meine Werte sind 10 Hex 1 und 2 ist 8 Hex. Da jetzt hier das fünfte Bit gesetzt ist und hier das vierte Bit gesetzt ist, sind im Ergebnis sowohl das fünfte und das vierte Bit gesetzt. Und das Ergebnis ist 18. Im zweiten Wert setze ich den Wert E auf 18, also mach 10 Hex oder 18 Hex. Das Ergebnis ist auch 18 Hex, weil das fünfte Bit ist auf beiden Werten gesetzt und mehr als gesetzt gibt es nicht. Und das vierte Bit ist nur beim zweiten Wert gesetzt und im ersten 0, aber es ist oder, also sind im Ergebnis auch beide gesetzt und das Ergebnis ist 18. Dann gibt es das exklusive oder. Das arbeitet umgekehrt. Beim ersten Wert habe ich wieder Startwert 10 und 8 Hex. 10 exklusiv oder 8 ergibt 18. Weil jetzt nur die Bits, die auf beiden Werten vorkommen, werden jetzt invertiert. Da aber, wie gesagt, bei den Werten kein Bit doppelt vorkommt, also keine Position doppelt vorkommt, werden die normalen nur als oder verknüpft. Im zweiten Wert, den setze ich auf Wert 18, mache also 10 exklusiv oder 18. Da ist, wie gesagt, das fünfte Bit auf beiden Werten gesetzt und es wird auf 0 gesetzt, weil es invertiert wird. Das vierte Bit ist aber nur beim zweiten Wert gesetzt und im ersten aber 0 und somit bleibt es, wo es ist und das Ergebnis ist 8. Dann gibt es noch
die Nichtverknüpfung, also die Invertierung. Ich habe jetzt hier den Wert HEX55AA und mache dort eine Nichtverknüpfung, also invertiere den Wert. Das Ergebnis ist FFFFAA55. Wie kommt der Wert zustande? 55AA ist das sogenannte Schachbrettmuster, weil jedes, also bei 55 sind alle ungeraden Bits gesetzt und bei AA sind alle geraden Bits gesetzt. Und durch die Invertierung habe ich dann praktisch aus 55AA wird AA55. Das ist das sogenannte Schachbrettmuster. Und die FF kommt daher, weil es ja ein 32-Bit-Wert ist. Also hier steht QU in 32. Und die obersten 16-Bit sind ja 0, weil ich habe ja nur die unteren 16-Bit definiert. Der Rest, also die obere 16-Bit, sind 0. Und durch die Invertierung werden sie natürlich mit invertiert. Das heißt, aus den oberen 16 Bits, die 0 waren, werden jetzt 16 Bits mit 1 und der untere Wert wird invertiert, entsprechend wird das in 55 und 55 AA, AA 55. Also die genaue Umkehrung. Dann gibt es noch den sogenannten Linksshift. Linksshift deshalb, weil ich kann einen Wert um x Bit nach rechts, Entschuldigung, nach links verschieben. Ich habe als Startwert wieder 10, 10 Hex und verschiebe diesen Wert mit diesem Operator um 3 Bits nach rechts. Das heißt, aus meiner 10 Hex wird 80 Hex. Da ich hier um 3 Bits nach links verschiebe, heißt das nichts anderes als eine Multiplikation mit 8. Dasselbe gilt natürlich auch beim Rechtsshift. Moment, das den so lang. Also. Ich muss dich erst rausschmeißen, sonst habe ich doppelte Variablen. Mein Startwert ist hexadezimal 0123 und den verschiebe ich um 4 Bits nach rechts und mein Ergebnis ist nur noch 12, weil ich praktisch die 4 Bits von der 3 jetzt ausgeschiftet habe. Und das entspräche jetzt einer Division durch 16. Die Bits, die rausfallen, die fallen komplett raus. Und die Bits, die reinfallen, sagen wir es mal so, werden mit 0 belegt. Also die oberen Bits hier werden mit 0 belegt. Beim Rausschieben, die unteren, werden ebenfalls auch mit 0 belegt. Dann gibt es neben den binären Operatoren auch logische Operatoren. Logische Operatoren heißt, ich interessiere mich jetzt nicht für den Wert direkt, sondern nur zu dem Verhältnis des Wertes zum anderen. Als Beispiel ist etwas gleich. Also ein Wert 1 ist 10, Wert 2 ist 3. Ich sage jetzt, ist A gleich gleich B. Wobei das gleich jetzt ein logischer Vergleich ist. Und die Aussage ist natürlich falsch, weil 10 ist nicht gleich 3. Dasselbe auch bei der Aussage ist A ungleich B. Die Aussage ist natürlich wahr. Also der Ungleichoperator ist das hier, das Ausrufezeichen gleich,
Und gleich gleich ist Gleichheit und Ausrufezeichen gleich ist ungleich. Und die Aussage ist natürlich wahr, weil 10 ist ungleich 3. Moment, ich habe gerade meine Variable geschmissen. Dann gibt es auch die Frage, ist größer oder größer gleich? Die Aussagen sind nämlich beide wahr. A ist größer wie B und A ist auch größer oder gleich B. Diese Vergleichsaussagen können beliebig kombiniert werden mit den anderen gerade angesprochenen Operatoren. Und so kann dann komplexe Aussagen getroffen werden, wenn Wert A ist größer als 15, gleichzeitig ist Sonnenuntergang und gleichzeitig ist, keine Ahnung, mache das und das. Das ist die Art, auf die dann im Prinzip eine logische Aussage getroffen wird. Dasselbe gilt natürlich auch dann für kleiner und gleich. Das ist dasselbe Prinzip. Und hier, wie gesagt, bei den Vergleichen kommt nur ein boolescher Wert raus. Aussage ist, wie gesagt, eine boolesche Variable und die kann nur speichern ja oder nein, 0 oder 1. Und die Aussage, wie gesagt, A ist kleiner gleich B, ist in dem Fall natürlich falsch, weil 10 ist nicht kleiner wie 3. Und diese Aussage kann ich auch invertieren, nämlich mit dem Ausrufezeichen alleine. Also die Aussage hier ist falsch. A ist nicht kleiner wie B, aber durch das Ausrufezeichen invertiere ich die Aussage. Dann ist die Aussage wahr. So, das war das, was ich brauche, um, wie gesagt, mathematische Operationen auszuführen. Und dann kommen jetzt die sogenannten Schlüsselwörter. Das sind die eigentlichen Kommandos. Und da gibt es natürlich die berühmten, nämlich if und else. Ich habe wieder Variablen a und b. A ist 10 und b ist 3. Und ich frage jetzt, ist Variable a, also in diesem Fall 10, größer als die Variable b, also der Wert 3. Wenn ich das jetzt laufen lasse, kriege ich die Antwort, a ist größer als b, weil dieser Zweig ausgeführt wird. Blöcke werden in C und C++ immer durch geschweifte Klammern ausgedrückt. Sobald ich geschweifte Klammern schreibe, wird ein neuer Block geöffnet. Und if oder Voranweisungen basieren darauf, dass sie mit eigenen Blöcken operieren. Die else-Anweisung ist die Schwester von if. Also wenn die if-Anweisung wird dann in den positiven Teil gehen, sollte der Ausdruck wahr sein, also true, der hier, wenn diese Aussage true ist, gehe ich in diesen Block. Else sagt, wenn sie nicht wahr ist, dann wird dieser Block ausgeführt. Es gibt die Möglichkeit, eine Schleife zu bilden. For ist das Schleifenkommando und das hat drei Argumente, nämlich zuerst eine Variable, die ich mit einem Wert vorbelege. Das ist mein Startwert. In diesem Fall die Variable s, die belege ich mit dem Wert 1. Dann das Semikolon. In C wird mit dem Semikolon in diesem Fall die Argumente getrennt. Dann kommt die Aussage, die wahr sein muss, damit in der Schleife verblieben wird. Nämlich in diesem Fall
muss s kleiner wie 10 sein. Und das dritte Argument ist, was mache ich beim Durchlaufen der Schleife? In diesem Fall ist das Argument s++, was nichts anderes heißt als s gleich s plus 1. Das ist die verkürzte Schreibweise. Und hier unten sehe ich schreibe jetzt hier die Werte 1 bis 9, weil mein Abbruchkriterium ist, s muss kleiner wie 10 sein. Das heißt, sobald die Variable s 10 erreicht, gehe ich aus der Schleife raus, ohne die Schleife dann zu durchlaufen. Ich kann Schleifen auch vorzeitig abbrechen bzw. unterbrechen. Das ist das Continue-Kommando. Hier sieht man jetzt, dass nur die geraden Ziffern gezählt werden. Weil, was mache ich? Ich mache mir einen Durchlauf von 1 bis 10. Wobei ich jetzt nicht prüfe, ist kleiner 10, sondern ist kleiner gleich 10. Das heißt, die 10 wird noch mitgezählt. Weil erst 11 ist das Abbruchkriterium. Solange ich kleiner gleich 10 bin, bleibe ich in der Schleife. In der Schleife prüfe ich jetzt mit Hilfe des if-Kommandos, ob s modulus 2 true ergibt. Wenn s ungerade ist, also ungerade Zahlen modulus 2 ergibt in diesem Fall 1 und somit ist diese if-Anweisung true, also das Ergebnis ist wahr. Und das Continue sagt in diesem Fall, geh zurück in die Schleife, ohne den Rest der Schleife abzuarbeiten. Das heißt, die Ausgabe der Ziffer bleibt in diesem Fall aus. Und erst wenn ich nochmal durchgehe und dann s gerade ist, weil gerade Zahl modulus 2 ergibt 0 und somit ist die if-Anweisung falsch. Das heißt in diesem Fall, es geht straight forward und der Qt-Debug gibt die Ziffer aus. Das sehe ich hier 2, 4, 6, 8, 10. Wieder mit Continue kann ich Schleifen teilweise unterbrechen und wieder zurücklaufen in die Prüfung der Schleife. Ich kann auch Schleifen abbrechen komplett. Das wird mit dem Break-Kommando gemacht. Ich sehe, ich zähle 1, 2, 3, 4, selbe Schleifentyp. Ich prüfe, ist s gleich 5? Wenn s ungleich 5 ist, ist die Aussage hier falsch und der Block wird übergangen. Ich gebe die Zahl aus. Sobald aber s gleich 5 ist, ist diese Aussage wahr und ich springe in den Block und somit in Break. Und im Break, der beendet immer die innerste Schleife. Also wenn ich mehrere Schleifen verschachtele, gilt der Break immer nur für die innerste Schleife. Es gibt eine Sonderform des if-Kommandos. Das ist das Switch-Kommando. Hier auch wieder dasselbe. Ich habe meine Schleife von 1 bis 10. Und prüfe jetzt hier durch den Switch, welchen Wert habe ich. Case erlaubt mir gezielt abzufragen, wenn in diesem Fall s gleich 3 ist, springe ich in diesen in diese Zweig. Wenn s gleich 7 ist, springe ich in diesen Zweig. Und alles andere springe ich in diesen Zweig. Die Ausgabe ist natürlich jetzt, es ist was anderes, nämlich 1, 2 ist gleich 3, das ist dann der Zweig. 4, 5, 6 ist gleich 7, das ist dann der Zweig. Und 8, 9, 10. Als letztes gibt es noch die While-Schleife.
Und die kann ich in zwei verschiedenen Varianten benutzen. Die Weitschleife funktioniert ähnlich wie die Vorschleife, aber die Weitschleife bleibt so lange aktiv, bis das Argument falsch ergibt. Also solange die Variable s kleiner als 10 ist, ist das Kriterium gültig. Also wenn s kleiner 10 ist, ist while true und es geht zurück in die Schleife. Ich gebe die Zahl aus und erhöhe s um 1. Sehe ich hier 0, 1, 2, 3, 4 und so weiter. Sobald s 10 ist, wird hier das Kriterium erfüllt, weil s kleiner 10 ergibt false, weil s 10 ist. Und false heißt für die Weitschleife Abbruch. Es ist jetzt die Frage, wo ich das while platziere. Ich kann das while auch woanders platzieren. Nämlich umgekehrt. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Kommandos? Die Auswertung ist dieselbe, aber bei der ersten Variante, also do while, wird der Block mindestens einmal ausgeführt, weil dann erst die Prüfung des Abbruchkriteriums erfolgt. Während bei der zweiten Variante, also while do, wird zuerst die Abbruchbedingung geprüft. Das heißt, unter Umständen wird der Block nicht ausgeführt, weil schon direkt beim Eintritt in die Schleife die Abbruchbedingung erfüllt wird. Das habe ich jetzt hier demonstriert, indem ich einfach s schon auf 10 gesetzt habe. Und die Abbruchbedingung ist, wenn s kleiner 10 ist. Das heißt, es passiert gar nichts, weil die Schleife gar nicht durchlaufen wird, weil schon die Abbruchbedingung am Anfang direkt aktiv ist. So, das letzte Schlüsselwort ist jetzt das schwarze Schaf der Familie, nämlich GoTo. GoTo gibt es leider auch in C. Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten. Man sieht, die Schleife zählt von 1 bis 10 und bei 5, also ich prüfe if s gleich 5, GoTo weg. Back ist ein sogenanntes Label und wird hartcodiert. Sobald die Abbruchbedingung, also das Kriterium hier true ist, wird dieser GoTo ausgeführt und ich bin sofort raus aus der Schleife. Das hat so ein bisschen Spaghetti-Programmierung à la Basic. Ob man es benutzt, bleibt jedem selbst überlassen. Und das waren alle Schlüsselwörter. Mehr Kommandos in C und C++ gibt es nicht. Alle anderen Funktionen, Ausgabe von irgendwas muss durch Funktionen gebaut werden. Das sind die einzigsten Kommandos, die hier stehen, die der Compiler wirklich selbst ausführen kann und verarbeiten kann. Alles andere muss programmiert werden. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt dieses Kurses, nämlich die Funktionen. Ich habe überall die Funktion Ausgabe benutzt, sofern ich es nicht gelöscht habe. Ja. Egal. Funktion gibt es ja, wie gesagt, eine Zahl aus, und zwar die Funktion Ausgabe existiert viermal, und zwar für vier verschiedene Datentypen. Die Definition, die Deklaration einer Funktion ist immer gleich. Ich habe den Datentyp der Ausgabe, in diesem Fall ist es void, das heißt, die Funktion hat keinen Rückgabewert. Name der Funktion und die Argumente der Funktion. In diesem Fall ist es nur ein Argument, nämlich Datentyp Q in 32 und der Name ist Zahl. Im DocsGen ist es entsprechend dokumentiert,
Ausgabe einer Integerzahl als Dezimalwert. Argumente gibt es nur eins, nämlich eine Eingabe, der heißt Zahl, das ist die auszugebende Zahl. Rückgabewert ist Void, nämlich gar keiner. Das Ganze habe ich auch für den QUint 32, also die Festkomma, die Wert ohne, ohne Vorzeichen. QUint ist mit Vorzeichen. Der Hintergrund ist, der QUint wird hexadezimal ausgegeben und mit Vorzeichen dezimal. Ich habe einen Realwert, also eine Fließkommazahl, die wird mit 16 Nachkommastellen ausgegeben. Und ich habe den Boolschen Wert. Der wird nicht als Zahl ausgegeben, sondern nur Ja oder Nein. Ich kann dieselbe Funktion mehrfach deklarieren, aber mit verschiedenen Argumenten, also Datentypen von Argumenten. Der Compiler entscheidet dann beim Aufruf, welche Funktion den übergebenen Argumenten entspricht und wählt dann entsprechend aus. Das eigentliche Schreiben der Funktion ist dann hier. Das ist die Funktion für den QUint. Das ist jetzt Vorgriff auf den nächsten Teil, weil ich jetzt hier eine Klasse benutze. QString ist eine Funktion von Qt, die erlaubt es mir, Strings zu definieren. Und so der String heißt %1 / n. Punkt arg kann ich mehrere Argumente übergeben. Und zwar das %1 wird ersetzt durch das entsprechende Argument, also %1 das erste Argument, %2 wäre dann das zweite, %3 das dritte und so weiter. Und das arg-Argument hat die Zahl selbst plus jetzt verschiedene Möglichkeiten der Formatierung. In diesem Fall sage ich jetzt, ich habe zwei Vorkommastellen und es wird im Dezimalsystem ausgegeben, also zur Basis von 10. Bei der hexadezimalen Ausgabe mache ich dasselbe, aber als mit 4 Stellen und mit der Basis zu 16. Und als Zusatzargument sage ich, alles, was leer bleibt, wird mit der 0 ausgefüllt. Also praktisch die Hexadezimalzahl wird immer mit den 4 Stellen ausgegeben. Und halt fehlende Stellen werden als 0 beschrieben. Aber jetzt kommt der Kommentar, vorhin wurden noch 8 Stellen angezeigt. Das ist richtig. Das ist der Wert, den ich gerne hätte. Wenn die Zahl aber größer wird, gibt er natürlich alle Stellen aus. Und das Beispiel vorhin war ja ein negativer Wert, also FF, FF, AA, 55. Und die obersten 4 F sind natürlich deshalb gekommen, weil die obersten 16 Bit negiert wurden und somit halt FF, FF waren. Also der Wert hier ist halt nur, wenn die Zahl der Stellen ausreicht, mach maximal 4. Wenn es mehr werden, sind es mehr. Dasselbe auch bei der Fließkommazahl. Ich sage, ich hätte gern 2 Vorkommastellen. Gebe als Typ Float an. Also jetzt wird mit Fließkomma gearbeitet. Mit 17 Stellen Ausgabe. Und zu guter Letzt, wie gesagt, die Boolschen Werte, die haben natürlich gar keine Zahl, sondern ich prüfe einfach, if. Wenn der Wert true ist, gehe ich hier rein und sage, wahr, ist er false, also falsch, gibt es nur die Alternative hier, ich bin falsch. Das ist das Funktionsprinzip von Funktionen. Im nächsten Teil geht es um die Klassen, also das, was eigentlich C++ ausmacht, weil in der Klasse kann ich nicht nur Funktionen in einer Kapseln in einer Klasse, sondern auch Datenstrukturen. Ich habe praktisch Datenstrukturen und Funktionen in einem und
bin in der Lage, durch Deklaration diese zuzuweisen oder auch zu vererben. Das heißt, ich kann bestehende Klassen selbst erweitern, ohne halt den Originalcode zu kennen. Zu dem Konzept kommen wir im nächsten Kurs. Und noch der letzte Teil, was ich vergessen habe. Der QString gibt mir, wie gesagt, einen Qt-internen String zurück. Dieser wird gestreamt. Das ist der Streaming-Operator, nämlich in diese Klasse QtextStream. Die hat ein Argument, nämlich StandardOut. Dort sage ich, wohin ich streamen möchte. Und StandardOut ist die Standardkonsole, von der ich gestartet worden bin. Und QtextStream macht einfach nur die Ausgabe. Das ist auch der Vorteil von C++. Ich habe den sogenannten Streaming-Operator. Der funktioniert ähnlich wie die Pipe bei der Shell. Ich kann somit eine Ausgabe von einer Klasse oder Funktion in eine andere weiterschieben, ohne jetzt mit Zwischenvariablen arbeiten zu müssen. Gut, und in diesem Sinne bedanke mich für das Interesse. Der nächste Teil wird, wie gesagt, sich damit befassen, wie funktioniert eine Klasse. Und dann wird auch gerechnet, weil da kommt die Grundlagen für die Mandelbrotmenge und natürlich das erste Programm, um die Mandelbrotmenge als ASCII, also Textgrafik, schreckliches Wort, dann darzustellen. Und der vierte Teil, Entschuldigung, doch der vierte Teil wird dann die grafische Darstellung als richtige Grafik sein. Bis dahin, eine schöne Zeit.